Hallo und willkommen zurück. Ich bin der Larotte und hier auf meinem kleinen Kanal spielen wir zusammen Frostpunk. Wir erwarten weitere 70 Flüchtlinge demnächst und zwar in genau 11 Stunden, 12 Stunden. Und wir wollten weiter forschen und uns fehlt wie immer Stahl. Der Arbeitstag geht jetzt los. Ich werde die Stahlwerke, wo sind die Stahlwerke? Hier. Auf die längere... auf extra Schichten schieben. Wir brauchen jetzt eine Menge Stahl. Wir müssen noch 4 Häuser bauen. Ansonsten leben die Menschen ohne Dach über dem Kopf und wir erwarten bitterkalte Temperaturen. Wir schauen es uns an. Jetzt gehen die Temperaturen gleich runter auf minus 70 Grad und wir erwarten minus 80 Grad. Okay, es wird kalt und kälter. Ja, noch läuft's. Was ist, wenn ich hier die Heizung ausschalte? Ah, das wird gleich zu kalt. Okay, machen wir gleich wieder an. So, wie sieht unser Stahlvorkommen aus? So, es geht weiter. Häuser kosten jetzt 10 Stahl und 10 Holz weniger als noch zuvor. Bauen wir einmal hier hin. Dann lasse ich einmal frei für eine Kampfarena. Die baue ich aber hier hin. Hätten wir 4 Häuser. Wir brauchen noch 3 Häuser. Wir können neue Gesetze uns anschauen. Wir schauen das mal beim Zweck. Der Vorarbeiter. Mit der Ernennung von verantwortungsbewussten Vorarbeitern wird sichergestellt, dass die Einwohner so effizient arbeiten wie möglich. Ich kann die Effizienz 24 Stunden lang um 40% erhöhen. Das mache ich. Und das werde ich hier tun. So, wir schauen mal auf die Zufriedenheit und auf die Hoffnung. Da passiert gar nichts, sehr gut. Und dann machen wir das gleich zweimal. Und dann schauen wir uns jetzt an, bevor es uns über den Kopf wächst. Die Kohle, das sieht ja sehr gut aus. Die Kohle geht hoch. Okay. Sehr gut, wir haben minus 70 Grad. Und wir halten uns ganz wacker, würde ich sagen. Hier sieht es ein bisschen mau aus. Aber das können wir überleben. Wir haben weitere Kohle. Für Häuser. Wir brauchten noch 3 Stück. Eins setzen wir hier hin. Ah, wie groß ist die Kampfarena? Die Kampfarena gibt es da. Dann können wir das Haus hier reinsetzen. Passt hier noch eins hin? Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Häuser. Das müsste so passen. Hier ist keine Straße. Die setzen wir jetzt hier ran. Die ziehen wir hier hinten durch. So. Okay, das hätten wir. Hoffentlich wird es schnell genug fertig. Wir haben noch 8 Stunden Zeit. Für die letzten Häuser. Aber ich denke, das dürfte hinkommen. Und jetzt können wir forschen. Können wir forschen? Nein. Aber gleich, ich spule mal ein Stückchen vor. Wir brauchen 30 Stahl für die Forschung. Und ich möchte gerne die Ausrüstung der Jäger weiter erforschen. Noch sieht es ganz gut aus mit unseren Lebensmitteln. Aber ich befürchte wohl, dass das nicht ewig so sein wird. Gut, jetzt werden wir ein weiteres Krankenhaus bauen. Auch da glaube ich, dass wir das gleich brauchen werden. Gut, das kostet uns einen Dampfkern. Brauchen wir trotzdem. Setzen wir hier hin. Ich denke, die neuen Flüchtlinge, die gleich kommen werden, werden auch wieder viele Kranke haben und wir haben keinen Platz. Okay, wir spulen wieder ein bisschen vor. So, wer ist das? Das sind die Flüchtlingsgruppen. Da kommen schon wieder welche. In 3 Stunden. Und hier kommen dann nur 60 Flüchtlinge. Gut. Oh, was ist jetzt? Dem soll man einen Dampfkern geben. Der Ingenieur, der am Automaton-Projekt arbeitet, hat seinen Bericht geschickt. Er hat den ausgeliehenen Automaton beschädigt. Jetzt will er einen Dampfkern. Der Schaden hatte aber auch Gutes. Wir können die defekte Maschine reparieren und nun Automatone so anpassen, dass sie schneller arbeiten. Ah, das müssen wir machen. Okay. Jetzt bauen wir hier noch eine coole Sammelstelle hin. Also keine coole Sammelstelle, sondern eine Kohle-Sammelstelle. Wenn wir eine hinkriegen, heißt das.
kriegen wir. Die setzen wir hier hin. Eine Straße daran. So in etwa. Und hier kommt der zweite Automaton hin. Den ziehen wir von hier unten dann ab. Wie sieht es hier aus? Hier ist eh nichts. Okay. Ist noch im Bau. Einmal fertig bauen, bitte. Ausrüstung für jeden. Okay, die zweite Welle ist. Jeder ist willkommen. Und wir haben 5 Schwerkranke und 34 Kranke. Hier setzen wir Leute rein. Hier setzen wir einen Automaton rein. Und die Straße muss immer noch ran. So, hatten wir das schon gemacht, oder? Jetzt wird sie gebaut. Jetzt ist sie fertig. Und die dritte Flüchtlingswelle mit nochmal 60 Flüchtlingen. Gut, wer bist denn du? Kalte Unterkünfte. Beheize einige Unterkünfte. 2 Tage müssen 8 kalte Unterkünfte beheizt werden. Das wird jetzt schwierig. Zeig mal her, wie sieht's denn aus? Hier sieht's ganz gut aus. Hier unten nicht. Das sind doch Häuser, oder? Haus, ja. Hier müssen wir erstmal einen Dampfkern bauen. Oder ein Dampfzentrum bauen. Das setzen wir. Am besten hier hin. Okay, schnell. Das gibt's dann so. Oh, das werden immer mehr. Okay. 6 von 10 Unterkünfte sind geheizt. Wir haben viel Stahl. Jetzt schauen wir mal. Ah, wie macht man das jetzt? Wir brauchen 6 Häuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das machen wir als erstes. 1, 2, 3. Hier kommt eine Kampfarena hin. 4, 5, 6. Eine Straße verbinden. So, und jetzt könnten wir schauen, ob wir hier noch weitere Häuserchen. Okay, 2 weitere Häuser. Dann müsste die Zahl hier unten auf 8 springen. Hier auch noch eine Straße rein. Die ziehen wir gleich bis hinter durch. Das kostet zwar Holz, aber Holz haben wir gerade genug. Sollten wir nicht so sparsam sein. Gut, Forschungsprojekte sind keine mehr fertig. So, was hat man gesagt? Wir müssten Rohstoffe. Kohleabbau. Sammelstellen, Wärmedämmung werde ich jetzt lassen. Was war das hier? Hier werden Kohle und alles 15% schneller gesammelt. Gilt das auch für Automatone? Ha, Automatone. Das kann man doch hier machen. Eingliederung von Automatonen. Was ist das? Verbessert die Eingliederung von Automatonen an die Arbeitsplätze, was die Effizienz um 10% steigert. Was ist das? Kostet alles 20% weniger. Prothesen kosten 5 Stahl weniger. Wir machen das. Und hier hinten ist doch immer noch. Hier ist doch eine Straße. Oder wo muss die Straße ran? Muss die Straße hier unten ran? Schauen wir mal. Wir haben nur noch einen einzelnen Dampfkern. Wir können schon wieder ein Gesetz. Jetzt gehen wir mal in die Anpassung. Was haben wir denn jetzt hier? Prothetik. Neuer Bauplan, Prothese, verfügbar in der Fabrik. Amputierte, die in medizinischen Einrichtungen mit Prothesen versorgt werden, können wieder arbeiten. Das machen wir doch glatt. So, wo war jetzt unser Pflegeheim? Das hatten wir doch irgendwo. Hier ist es. Auf dem Weg zur Behandlung, 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 Behandlung. Uiuiui. Aber wir sehen hier nicht, was dem fehlt. Gut, jetzt werden wir in die Fabrik gehen und werden. Eine Prothese kostet 10 Stahl. Das lassen wir jetzt noch. Wir bauen erstmal die Häuser aus. Hier hinten sind sie schon ausgebaut. Nee, jetzt werden die gerade fertig. Na komm. Jetzt wird's fertig und das auch gleich.
Und die hier unten brauchen auch nicht mehr lang. Gut, wir wollten auch noch Kampfarenen setzen, ne? Machen wir schnell noch hier. Die Zufriedenheit kann wieder etwas gesenkt. Die Unzufriedenheit kann wieder etwas gesenkt werden. So, die Kampfarenen haben uns nichts gekostet. Ja, drei Häuser kann man erweitern, solange die Flüchtlinge noch nicht da sind. Sonst hätten wir Obdachlose. Wir schauen hier drauf. Okay, Unterkünfte warm halten, das haben wir erledigt. Und die Flüchtlinge haben wir auch gleich erledigt, sobald die da sind. Hier hinten müssen wir einen weiteren Dampfkern setzen, bevor die da einziehen. Den setze ich hier außen hin. Vorspulen. So, jetzt wird der letzte Dampfkern noch gebaut. Okay. Was mir fehlt, sind unsere Spielteams. Unsere... Hier doch, die kommen. Liefert 800 Kohle. Kann ich die woanders hinschicken? Nein. Okay, da müssen wir mal schauen, wie wir die woanders hinkriegen. Wir brauchen Dampfkerne, Leute. Die müssen wir aus Tesla City holen. So, jetzt haben wir hier den Automaton, der lädt sich gerade auf. Okay, damit kann ich leben. Hier sind alle Häuser ausgebaut. Wir bauen gleich weiter aus, solange wir noch die Rohstoffe haben. Und vor allem noch die Zeit. So. Jetzt wird es langsam interessant, ob wir uns noch einen Mauerbohrer einfach leisten oder kostet der auch ein... Kostet ja auch ein Dampf. Was? Er kostet uns auch einen Dampfkern. Den lassen wir erstmal. Okay, die Zufriedenheit können wir noch ein bisschen steigern. So. Und dann könnten wir hier reinschauen. Gut, sich nach der Jagd aus. Okay, hier wohnen unsere Jäger. Wir sind immer noch massenhaft Kranke. Können wir hier nochmal extra Ration geben? Haben wir so viel? Ah, das wird knapp. Wir schauen das Essen an. 240 mehr Rohnahrung. Oh, oh. Okay, unsere Grenze ist erreicht mit diesem einen Speisehaus. Gut, dass wir das jetzt gesehen haben. Einwohner, wir brauchen ein Speisehaus. Wo haben wir das? Hier, Nahrungsmittel. Treibhaus, Hütte, Jäger, Speisehaus. Das setze ich hier rüber. Einfach aus dem Grund, weil ich hier gerne meine Forschung weiterbauen möchte. Und da wird das dann auch gleich verschwinden. Obwohl, brauchen wir das? Wir forschen eigentlich schnell genug. Ne? Wir kommen gar nicht hinterher teilweise. Wie lange haben wir noch Zeit? Noch 3 Stunden, bis die letzte Welle Flüchtlinge ankommt. Dann müssen wir jetzt noch weiter ausbauen. Schnell noch. Die Häuser. Oha. Und ein großer Erfolg. Sir, das Automatonprojekt ist abgeschlossen. Automatone können jetzt günstiger produziert werden und in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden. Wir haben gelernt, die Automatone mit Präzisionsbauteilen auszustatten, sodass sie am zerbrechlichen Objekt arbeiten können. Okay. Und wir haben ein paar unwichtige Teile entfernt. Das haben wir gut gemacht. Da hat sich das gelohnt. Und die Effizienz ist gesteigert worden. Medizinische Automatone, Ingenieursautomatone, Eingliederung von Automatonen und wir können weitere 10% die Effizienz steigern. Zusätzliche Speer. Speer haben wir ja schon 2 und die brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen... Dingsbums. Ne, ihr wisst schon. Expeditionen, das brauchen wir. Wir machen die Dampfkerneffizienz. Auch das hatten wir noch vor.
So, wir haben noch 45 Minuten, ne? Das wird wohl nicht fertig werden hier. Doch. Jetzt kommt's. Ja, auch ihr seid und willkommen. Oh, 60 Leute kommen, 50 davon sind schwer krank. Na dann. Etwas zieht herauf. Tja, jetzt können wir selbst sehen, wovor die Flüchtlinge geflohen sind. Der große Frost kommt. Ach du Elend. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Wissenschaftler sagen, sie können die Stärke des Sturms auf der Grundlage ihrer Beobachtungen berechnen. Sie brauchen nur 1 bis 2 Tage, um ihre Instrumente vorzubereiten und sie in der Signalstation aufzubauen. Okay. Wir drehen uns erstmal wieder so, dass ich die Welt verstehe. Das war ungefähr so. Oh Gott, hier hinten rechts kommt der Sturm. Eisplatte, Schneehöhlen, tiefe Senke. Wo war die Signalstation? Ach so, die Signalstation war nicht hier. Gut, Eisplatte, da geht ihr hin. Schneehöhlen, da geht ihr hin. Zurück zur Stadt. Und ihr hier müsstet eigentlich mal Dampfkerne suchen, Leute. Das ist ja doof. Wäre schön, wenn hier steht, wie ich das erhöhen kann. Neues Außenposten, die wir stellen. Geht nicht. Wie kann ich die Obergrenze erhöhen? Dieser Außenposten liefert 800 Kohle am Tag. Geht das mit Gesetz? Organtransplantation? Nein. Kinderarbeit? Ein Freudenhaus. Können wir die Unzufriedenheit dingen? Hier können wir... Ja, das ist Blödsinn hier. Das ist Blödsinn. Wir können die Unzufriedenheit auch so senken. Okay, die Triage könnten wir noch machen. Ein Viertel der Patienten sterben sofort, die Hoffnung sinkt, die Unzufriedenheit steigt. Aber wir könnten sofort die Hälfte heilen. Ja, sind wir ehrlich, wir haben 80. Oh Gott. So, hier müssen wir erstmal neue Leute reinstecken. Genau. So, wie viel steht uns hier zur Verfügung? 1000 Kohle sind noch hier. Hier unten ist niemand. Okay, wir müssen weiter Häuser bauen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es hier gleich bitterlich kalt wird. Okay, wir schauen mal schnell nach, wie viele Leute einen Wohnplatz haben. Wir haben noch 1, 2, 2 freie Häuser. Das heißt, wir könnten noch 2 weitere upgraden. Und zwar dieses und dieses. Okay. Die Jäger fliegen los. Und dann wird es um 2 Grad nochmal kälter. Also wieder minus 70 Grad. Wo sind denn die anderen? Wir waren doch schon bei minus 70. Wo ist denn das hin? Ah, okay. Damit kann ich leben. Erforsche Signalstation Spektroskoplinse. Wo erforschen wir das? Erkundung und Industrie. Erforsche Signalstation Spektroskoplinse. Da hinten oben, schaut mal. Das machen wir. Machen wir das gleich. Was erforschen wir gerade? Die Dampfzentren, ne? Da und da. Können wir nicht. Wird gerade was anderes erforscht, da müssen wir so lange warten. Jetzt ist es spät. Na gut, dann müssen wir halt auf den nächsten Tag warten. Dann denke ich, hätten wir genug Forscher. Also Hungrige haben wir erstmal keine mehr. Das ist schon mal gut.
Was wir jetzt machen werden, wir können es uns leisten. Wir werden mal ein paar. Nein. Wir werden mal ein paar Prothesen bauen. Machen wir mal 5 Stück. Gut. Und jetzt wird es gleich. Was wir machen ist, wir werden Sonderschichten fahren. In den Forschungslaboren oder in den Werkstätten. Hier kann man noch nichts wieder machen. Was ist das hier? Das war das Kinderheim. Im Kinderheim selbst sind keine Kinder. Das könnte man ja eigentlich auch wegreißen. Häuser sind gebaut. Bauen wir noch die letzten 3. Und dann sind wir erstmal so weit vorbereitet, würde ich sagen. Schaut euch das an. Das sieht super aus. Minus 50 Grad. Könnten wir den hier um 1 runterfahren? Was passiert? Das ist ja 1 hoch. Müssen wir warten, bis er runtergefahren ist. Also bis der von Dampfstufe 3 auf Dampfstufe 2 gefahren ist und dann werden wir das sehen. Kohle war noch so ein Problem, hatten wir gesagt. Ne? Das habe ich ja verdrängt. Jetzt sieht es wieder gut aus. Ich baue gleich mal noch eine Sammel. Nein, keine Sammelstelle. Ein Rohstoffdepot für Kohle. Vielleicht können wir noch ein bisschen was ansammeln, bis dieser harte Winter kommt oder bis dieser Schneesturm kommt. Das würde mir gefallen. Und dann hätten wir immer noch nicht geklärt, wie ich ein neues Team bekomme. Was ist hier kaputt? 60%. Okay. Achso, gleich fertig. Zack, jetzt die Signalstation. Start. Gut, dass wir genug Stahl haben. So. Hier sind wir auch gleich abgesunken. Dann schauen wir uns das mal an. So, und wie sieht denn das jetzt hier aus? Noch ein Pixel. Warm genug, würde ich sagen. Kann man so lassen. Hier hinten wählen wir uns noch Kohle aus. Okay. Und hier müssten wir vielleicht noch so einen Turm, den hier werden wir mal ausbauen. So hier. Der hier erreicht 2 Arbeitsplätze, hier und da. Stimmt. So, sind die immer noch unterschiedlich. 8,4. 8,4, jetzt stimmt's. Wie sieht das hier aus? 45. Hier auch, da auch, dort auch. Okay, jetzt bauen wir noch so einen Wachturm. Hier steht einer, vielleicht hier hinten hin. Dann hätten wir die hier mit drin. Oh, was ist das hier? Der Mauerbohrer? Was ist das? Rohstoffe bitte? Kohlemine? Ist es nicht. War es der Mauerbohrer? Nein. Stahlwerk? Auch nicht. Ich bin verwirrt. Verstehe ich nicht. Was ist das? Augenblick. Vielleicht. Außenposten? Ja. Ui, fein. Eine Straße, bitte.
So, oh, wie fein, dann können wir uns Dampfkanne organisieren. Und ja, das gefällt mir doch. Hier unten wird auch wieder was fertig. Gut, die Hoffnung steigt, die Unzufriedenheit sinkt. Und so verabschieden wir uns in die nächste Runde. Die Spieler sind angekommen. Ach gut, ne, das gucken wir uns in der nächsten Runde an. In der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo oder einen kleinen Kommentar da lasst. Und ich sage euch, ciao, ciao, bis bald.